24 Stunden, 10 Besichtigungen. Die Junge Union Reutlingen hat sich von gestern um 16 Uhr bis heute um 16 Uhr einiges vorgenommen. Auf dem Programm standen Betriebe, Unternehmen und Einrichtungen im ganzen Landkreis Reutlingen. Wir waren gestern Abend beim Besuch bei der Feuerwehr Reutlingen dabei. Früh übt sich, wer Politiker werden will. Besuche bei Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen gehören da zum täglichen Geschäft. Warum also nicht gleich 10 davon auf einmal besuchen? Nummer 2 auf der Liste, die Reutlinger Feuerwehr. Einsatzleiter Michael Reiter gab dem politischen Nachwuchs eine Einführung in den Alltag der Brandbekämpfer. Das Ziel der 24 Stunden, möglichst viel kennenlernen. Also mitnehmen wollen wir natürlich Erfahrungen, auch sich einfach ein bisschen weiterbilden, dass gerade wir als politischer Nachwuchs auch mal so ein bisschen wissen, vielleicht gerade so Sachen wie die Feuerwehr, was die für Funktionen haben, wo es wichtig ist, wo vielleicht mal der Schuh drücken könnte oder auch bei Unternehmen, wie man die unterstützen kann. Unterstützung braucht die Feuerwehr von der öffentlichen Hand jede Menge. Pro Einwohner gibt die Stadt im Monat 8,80 Euro für die Feuerwehr aus. Geld, das wichtig ist, um vom Scheunenbrand bis zum Chemieunfall für alles gerüstet zu sein. Das ist natürlich Wahnsinn, was die hier alles vorhalten. Also mein Eindruck ist sehr positiv und es ist auch immer schön, das mal wirklich live zu sehen, auch mal in die Fahrzeuge zu sehen von nahem. Das ist natürlich richtig ein tolles Erlebnis. Die Fahrzeuge jederzeit bereit auszurücken. Deshalb ist die Feuerwache selbstverständlich rund um die Uhr besetzt. Die Schicht des Einsatzleiters dauert 24 Stunden. Dieser Zeitraum steht den Nachwuchspolitikern auch erst noch bevor. Aber sie scheinen gut gerüstet. Wir haben Red Bull dabei. Wir kriegen auch bestimmt dann morgens beim Bäcker und so einen Kaffee. Wir müssen mal gucken, wie wir es durchhalten. Ein paar von uns haben so ein bisschen vorgeschlafen, also heute Morgen lange geschlafen, in Hoffnung, dass es lange hält. Wir müssen mal gucken, wie es uns geht. Die integrierte Leitstelle. Die Feuerwehr in Stadt und Landkreis betreibt sie zusammen mit dem DRK-Kreisverband. Hier treffen die 112 Notrufe aus dem gesamten Landkreis ein. Tagsüber arbeiten hier 4 Personen, nachts 2. Für die Junge Union war es gar nicht so einfach, für die 24 Stunden, für jede Uhrzeit etwas zu bekommen, das sie besuchen konnten. Also Mitternacht ging ganz gut. Da gehen wir ins Druckereizentrum zum Beispiel. Dieses Jahr gerade nachts fangen die erst an zu drucken. Dann in den frühen Morgenstunden ist natürlich immer so der Klassiker eine Bäckerei. Das hat auch wunderbar funktioniert. Da haben wir auch was gefunden. Was schwierig war, wirklich sehr schwierig war, waren die frühen Morgenstunden, so zwischen 5 und 8. War sehr schwierig, aber da haben wir jetzt auch was gefunden. Da sind wir jetzt beim DRK, beim Rettungsdienst. Und am Ende bleibt den Jungpolitikern ein Gesamteindruck vom Leben im Landkreis Reutlingen. Der zeigt, so ganz schläft der Landkreis nie.